Zum Sommeranfang gab es am letzten Juniwochenende in der Kasseler Umgebung viele schöne Möglichkeiten, in fremde Welten zu reisen. Aber sind diese Welten wirklich so anders? Bei der orientalischen Nacht auf der Gudensberger Märchenbühne verzauberten überregional bekannte Künstler ihr Publikum. In der malerischen Kulisse der Gudensberger Märchenbühne erzählten das Leipziger Tanzduo Villamar und die Kasseler Erzählkünstlerin Kirsten Stein von Verwandlungen. Von falschen Versprechungen, neidischen Tanten, vom Sultan, der das Handwerk respektieren lernte, als er in die Frau eines Goldschmieds verwandelt wurde, und von dem Mädchen, das sich in einen Djinn verliebte. Kirsten Stein und das Tanzduo Villamar lernten sich in Gudensberg kennen und erarbeiteten vor 2 Jahren ihre erste gemeinsame Bühnenproduktion. Von dem Kaufmann hörten, der Freund des Sultans geworden war, und von seiner Schwester mit den Gold- und Silberhaaren und den Zauberhänden, da wussten sie gleich, dass dies die Kinder ihrer Schwester sein mussten, und sie beschlossen, sie loszuwerden. Anders als jetzt meinetwegen Fernsehen oder Kino, ist es ja so, dass wenn ich 100 Leuten eine Geschichte erzähle, dass von den 100 Leuten jeder seine eigene Geschichte im Kopf hat, seine eigenen Erfahrungen durchmacht, seine eigenen Fantasien durchspielt. Und das ist das Schöne am Geschichtenerzählen. Also, dass Märchen eine gewisse Moral vermitteln, ist die eine Seite. Es gibt ein klares Gut und Böse, es gibt einfach klare Regeln, und das Gute wird belohnt, das Negative wird bestraft. Aber die andere Sache ist die, dass wenn ich eine Geschichte höre und mich in die einzelnen Figuren reinfinde und in die Situationen, die die Protagonisten durchleben, dass ich dann eine Empathie entwickle, die ich im normalen Leben vielleicht nicht immer entwickle. Und dadurch, finde ich, sind Märchen und Geschichten ein gutes Mittel, um Empathie zu entwickeln und auch zu fördern, genauso eben wie Fantasie. Also Empathie und Fantasie, denke ich, sind auf jeden Fall Symptome von Märchen hören. Den Speisen etwas fehlte. Bist du ein Jüngling? Sei mein Bruder. Bist du ein Mädchen? Sei meine Schwester. Bist du ein Mann? Sei mein Vater. Und bist du eine Frau?
sei meine Mutter. Also fürchte dich nicht und zeig dich. Es gibt sicherlich einige Märchen, die, die sich da ähneln. Ich denke zum Beispiel an Aladdins Geist aus der Flasche. Es gibt da auch irgendwie ein orientalisches Märchen, das heißt, glaube ich, der Fischer und der Geist und der Geist im Glas von Grimm. Und die Motive, die sich in den Märchen wiederfinden, das ist das Interessante, finden sich in den Märchen und Geschichten weltweit wieder. Also auf Hawaii gibt es ähnliche Märchenmotive wie hier in Deutschland, genauso wie in Afrika, wie eben auch im Orient. Du bist eine Fremde in diesem Land und darum kennst du unsere Sitten nicht. Ich will sie dir erklären. Wenn bei uns ein Mann stirbt, ohne Kampf und ohne alt zu werden, schicken wir seine Frau zurück zu den Iren. Die Kinder aber bleiben beim Vater des Mannes. Wer die deinen sind, das weiß ich nicht und habe es nie gewusst. Darum geh dorthin zurück, woher du gekommen bist. Geh zurück ins Meer. Sie brachten sie ans Meeresufer. Dorthin, wo sie einst aus dem Wasser gestiegen war. Salzig wie das Meer waren die Tränen der Frau. Aber ohne zu zögern, ging sie in das Wasser. Als die Wellen über ihrem Kopf zusammenschlugen, brauste es in ihren Ohren. Es wurde dunkel und ein starker Sog ergriff sie. Aber niemand geht unter, ohne sich zu wehren. Es gibt viele Wege, Geschichten zu erzählen und zu Reisen an Sehnsuchtsorte in der Vergangenheit und in fernen Ländern einzuladen. Zu allen Zeiten, an allen Orten geht es doch für uns Menschen immer um Liebe und Hass, Gewinnen und Verlieren und um neuen Mut.